Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu The Classrooms, Leute. Einem Spiel, das ich noch gar nicht so lange her ist, das gespielt habe und wovon ich sagte, ja, da wird es wahrscheinlich noch dauern, bis ein Update kommt, weil das letzte Update ist irgendwie schon ein Jahr her. Ja, nö, jetzt haben wir ein Update, Leute, und zwar sind hier, und man möchte es kaum glauben, die Poolrooms jetzt mit dazugekommen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Poolrooms gespielt in letzter Zeit. Deswegen habe ich auch extrem Angst. Und wenn Angst einen Namen kennt, dann heißt sie heute Rotox. Denn der Rotox, der hat große Angst. Vor was man keine Angst haben sollte, meine lieben Leute, sind diese zwei schnieken Handyhüllen, die am 1.6. im Shop erscheinen. Ich wollte zwar zuerst nur Werbung auf dem Roblox-Kanal dafür machen, weil das auch eher für eine jüngere Zielgruppe bestimmt ist, aber eventuell gefällt es ja doch jemandem von euch. Denn ich muss nämlich ehrlich sagen, ich zeige euch das mal ganz kurz, bevor wir starten, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese eine Handyhülle, und das sage ich jetzt nicht, weil es meine ist, die fühlt sich übrigens auch richtig nice an, also in der Hand, ist wirklich so, sondern dass die tatsächlich recht nice aussieht, ja, also Farbgebung und alles, wundert mich ein bisschen selber, aber mir gefällt es auch sehr gut, deswegen, wenn ihr Bock habt, 1.6. 10 Uhr, ja, werdet ihr jetzt hier auch in den Videos immer mal wieder so ein paar Einspieler sehen, ja, damit ihr da einfach dran erinnert wird. So, wir gehen in Tape 5, Leute, und gehen direkt rein. Tape 5 sollen die Poolrooms sein und ich habe sehr, sehr große Angst. Ich habe wirklich sehr große Angst. Nein, wir haben jetzt in letzter Zeit so viele Poolroom-Level gespielt und ich habe tatsächlich ein bisschen Bammel davor, dass man sich da so ewig und drei Tage verläuft. Der Poolrooms, okay, nice. Ja, wir erinnern uns, es sind die Rutsche runter, ne? Exit. Okay. Okay. Was ist hier? Ah, ja, Leute, okay. Und das war's dann mit dem Video. Ah, warte mal. Das Ding zapft ja hier mein Audio an. Ja, aber das ist richtig. Enable Input Device. Okay, das passt. Warte mal, was ist mit Visuals? Nein. Nicht Rewind. So, hier. Was? Warte mal, was? Seht ihr das? Visuals. Gehe ich drauf? Unglit. Sieht irgendwie komisch aus. Fullscreen. Motion Blur. Ich hasse Motion Blur. Mach das aus. Dankeschön. So, gut, okay. Alles klar, ja, das ist schon besser, Leute. Na gut, oben rechts ist mein Mikro. Hallo? Hallo? Irgendwie funktioniert das nicht so recht. Ah, jetzt. Alright, jetzt funktioniert der Ausschlag. Na gut. Oh, warte mal, da steht was. Ich höre es flüstern. Was hörst du flüstern? Oh Gott, ich kriege jetzt schon richtig die Krise, Leute. Boah, was ist mit dem Sounddesign los? The Chlorine Burns. Was? Das Chlor brennt. Ja, am Pöppels brennt das, wenn du das reinkriegst. Nein, eigentlich nicht, oder? Chlor brennt doch nicht. Eigentlich. Also ich wüsste nicht, dass Chlor brennen soll. Ich habe mir natürlich nichts hierzu angeguckt. Oh. Oh, what is this? Oh, Batterize. Okay, nice. Ah, ich habe die ganze Zeit hier Flashlight an. Das ist nicht gut. Ich habe mir nichts davon angeguckt. Oh, holy shit, nein. Oh, holy shit, nein. Ich habe mich nicht spoilern lassen, aber ja, ich weiß, dass es in dem Spiel ja Entities gab in den vorherigen Leveln und die waren, gelinde gesagt, ein wenig nervig. Und deswegen habe ich keine Ahnung, was jetzt hier auf uns wartet. Oh, ich fühle mich hier echt unwohl gerade, ne? Don't open your eyes underwater. Wie komme ich auf die Balkone hoch? Wer hat denn das die ganze Zeit dahin geschrieben, yo? Okay, hier ist ja gar nichts. Ja, wie kommst du da rein? Das ist eine gute Frage. Kann ich hier reinhüpfen? Nö. Was ist das da hinten? Oh, nee. Was? 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 Oh, oh. Oh, 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 nein, Mama. Ah. Was ist das? Was ist das? Ich muss zurück ins Licht. Oh, Gott. Oh, Gott, ich krieg Stresspusseln. What the fuck? Was war das, Mann? Das meine ich mit, das Spiel macht mir Angst. Ich hasse das. Ich dachte, da kommt nie ein Update raus. Ich sag's euch ehrlich, als ich das Spiel damals ausgemacht habe, dachte ich nur, oh ja, hell yeah. Und ich will eigentlich gar nicht mehr.
Oh, vor allem, weil ich jetzt da rein muss, ne? Boah, fuck. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber einfach die pure Vorstellung dessen, dass ich weiß, dass da eine Entity irgendwo sein wird. Ich will da nicht reingehen. Ich kacke mir gerade richtig in die Hose, Leute. So ist das. Aber gut, es hilft ja nichts. Wir müssen da ja rein, ne? Wir müssen da rein. Das hilft nichts. Da kann die liebe Ente auch nichts dran ändern. Kann ich auf dich... Oh, great. Ich kann die Ente mitnehmen. What the fuck? Kann ich auch auf dich hochspringen? Warte mal, ich rette dich. Ich rette dich. Du warst lange genug im Dunkeln. Nein, stell dich hin. Du warst lange genug im Dunkeln. Wahrscheinlich muss ich die Ente nur in diesen Raum machen, wo diese ganzen... wo die Steampipe ist. Was ist das? Replacing Battery. Oh, hier. Hier. Okay, alright. Vor allem Steampipe. Da hinten ist noch... Oh, nice, great. Da ist ein fucking Flamingo. Kann ich da hochspringen? Oh, cool. Schau mal, ich kann baden. Mit Steampipe meinte ich natürlich den Dampf, ne? Logischerweise. Oh, was ist das? Oh, great. Guck mal hier. Boah, guck mal, wie arschdunkel das hier ist. Das ist ja dunkler als in meinem Po. Okay, wir bleiben immer am Rand, ja. Rand ist... Oh, shit! Oh Gott, Egg-Timer. Wofür? Ach so, das ist wieder... Warte mal, wo habe ich... Ah, ah, okay. Oh, ich habe noch die ganzen Sachen hier. A Magic 8-Ball. Den kannst du dir sonst wo reinschieben, Bro. Den Magic 8-Ball. Hallo? Oh, great, eine Rutsche. Kann ich da rutschen? Ja, kann ich. Okay, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Weiß ich noch nicht. Erstmal umsehen. Erstmal auf ganz chillig, ne? Ja, ich habe so ein schlechtes Gefühl. What the fuck, man? Insert Level 1 Keycard. Ja, die habe ich nicht, Bruder. Kann ich tauchen? Ah, nicht! Du sollst doch nicht gleich deinen Mund aufmachen, dass das ganze Wasser da reinkommt. Was? Ich muss nochmal anfangen. Ist das dein fucking Ernst? Oh, ja. Kann ich nicht? Oh, great. Okay, da hinten war nichts von Belang, außer dieses Vieh, das ich da gesehen habe. Deswegen interessiert mich das erstmal nicht mehr. Da sind wir runtergefallen. Friend. Ah ja, die sind auch immer random hier. Oder runter, was heißt runtergefallen? Runtergerutscht. Heute habe ich es wieder hier. Oh, fuck, das ist random. Oh, die Level sind auch noch random. Toll, das heißt, man kann sich auf nichts einstellen. Oh ja, ich liebe den Entwickler dieses Spiels so sehr. So sehr. Aber das sieht immerhin freundlicher aus als vorhin. Guck mal hier. Haben wir sogar einen Ball, mit dem man spielen kann. Ja. Nicht wieder absaufen, ja. Nicht wieder absaufen. Okay, jetzt haben wir hier auch einen Egg-Timer. Damit kann ich wahrscheinlich irgendwas anlocken. Ich kann hier auch Schabernack treiben, das ist gut. Okay. Okay, da ist nix. Oh, hier. Nochmal einen Egg-Timer. Boah, ich dachte gerade, das Licht ist jetzt ausgegangen. Irgendwas klingt hier sehr komisch. Das klingt nicht so... What? Junge, mach mich nicht fertig, okay? Ich nehme das mal mit. Ich hüpf da drauf. Jo, was bin ich denn heute so ein Schisser, Mann? Du Depp, hüpf da drauf! Oh, Bro! Oh mein Gott. Was ist da? Oh, das sieht aber freundlich aus. Oh, holy lord, Leute. Das sieht aber gut aus. Da will ich bleiben. Da will ich nicht unbedingt hin. Was haben wir hier? Aha. Okay, gut. Das merken wir uns mal, ja. Okay, da ist nichts mehr.
Von wo bin ich eigentlich gekommen, Mann? Oh, fuck. Ich hab so... Ich bin so orientierungslos. Ist das ein fucking Pinguin? Oh, Bro, ich weiß nicht wohin, ne? Okay, egal. Ich gehe jetzt mal dahin, wo ich gerade war. Das sah mir freundlich aus als der Schritt hier. Ist das ein Pinguin? Warte mal, hier noch ganz kurz reingucken. Okay, das sind Treppen. Aber ich finde halt auch nie wieder zurück. Das ist halt das nächste Problem. Okay, da ist nichts. Okay, da ist eine grüne Rutsche. Okay, da hüpfe ich jetzt nicht rein, oder? Nö, sollte ich nicht tun. Hallo Entchen, dich nehme ich mal mit. Komm her. Hallo. Da ist nix. Ich finde dieses Design dieser Poolrooms auch immer so nice, ne? Oh, fuck! Mann! Leck mich! Oh. Oh, immer dieses Kackgeräusch dann. Oder passt die... Passt die Ente hier? Bist du zu fett? Oh, na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Jetzt wäre ich fast ersoffen. Mein Gott, no. Ja, ich hab's richtig drauf, Leute. Ist die Taschenlampe an? Ja, nee. Ja, Batterien wechseln. Replacing Battery. Jo, Junge, du willst mich doch wohl... Ich glaube, dass du mich ein bisschen verarschen willst, kann das sein? Hm. Fühle ich nicht so, da jetzt runter zu rutschen. Fühle ich nicht so. Vor allem nicht mit so einem verranzten Zombie-Pinguin. Weiß ich nicht. Du siehst aus wie so ein Zombie-Gollum-Pinguin. Kann's auch nicht erklären. Da geht's auch noch lang. Meine Fresse. Oh, great. Okay, wir haben jetzt die Wahl zwischen Blau und Gelb. Blau die Farbe des Himmels, Gelb die Farbe des Urins. Okay, warte mal, nee, hier... Ach, wisst ihr was? Ich rutsche jetzt einfach hier runter. Ich rutsche jetzt die pissgelbe Rutsche runter. Das hat Spaß gemacht. Found Codex Entry. Okay. Ark. Ja, keine Ahnung. Also wir brauchen was? Eine Taucherbrille plus Augen und Mond. Das sagt mir so viel, ne? Das ist richtig gut. Großartig. Oh, unangenehm. Jetzt bin ich wieder hier. Oh. Da hinten steht er wieder, der Allerechte. Das ist doch ein Pinguin, oder? Da stimmt irgendwas mit dem Schatten nicht, wenn ihr mich fragt. Friend? Na, weiß ich nicht. Komischer Freund. Okay, gut, aber da ist jetzt auch nichts. Na gut, dann gehe ich jetzt zurück, oder wie? Was ist das? Das war da vorher noch nicht. Der war da vorher noch nicht. Nee. Der ist nicht. Der war da vorher noch nicht, Mann. Wer ist denn das? Halt dein Maul jetzt da. Okay, ich bin mal mutig. Yo, wer bist du? Hä? Was? Ich muss diesen Käse immer wieder neu anfangen. Oh, der Colin Burns. Ja, ich auch, Mann. Oh mein Gott, du willst mich doch verarschen, oder? Und dann immer diese Kackmusik dazu, als wäre es jetzt irgendwie bedeutungsvoll.
Und immer dieser random Shit hier. Oh, cool, aber noch ein Codex-Eintrag. Dieser Ort, sie haben mir gesagt, dass es so sein würde wie in unseren Träumen, aber das ist es nicht. Alles hier sieht so leer und verlassen aus. Ich dachte, hier würden Leute sein. Dieser Ort fühlt sich an wie die Vergangenheit. Wie ein Ort, den ich vergessen habe. Ich höre immer noch Stimmen aus den Räumen abseits des Weges. Sie klingen überraschenderweise sehr freundlich, aber wenn ich nachsehe, ist keiner da. An diesem Punkt kann ich nicht zurück. Ich weiß nicht mal, welcher Weg zurück geht oder welcher Weg zurück der richtige ist. Ich würde gerne einfach nur, dass die Dinge wieder so sind, wie sie mal waren. Rosemary. Okay, Rosemary. Ich bin deiner Meinung, ne? Oh Gott, was war das für ein absolutes Albtraumvieh? Holy fuck, Mann. Oh oh. Arc Footage of 708. Entity 708 stellt sich als sehr, sehr aggressiv und einen Mellow-Volent. Weiß jetzt nicht, was das heißt. Okay. Es ist schlangenartig. Bis auf den Kopf, der krankerweise an ein menschliches Gesicht erinnert. Okay, ja, sie lauert ihren Opfern quasi auf. Eieiei. Ah, aber sie ignoriert alles, was sich nicht bewegt. Also wenn sie auf einen zukommt, sofort still sein. Und wenn man wegläuft... Was war das? Wenn man wegläuft, dann stellt sich das als unpraktikabel heraus. Na, immerhin. Also nicht bewegen, nicht reden. Zwei Dinge, die mir sehr schwer fallen. Super. Steht da gerade was? Oder schaut das nur so aus? Es ist so ekelhaft. Es ist hier so widerlich. Okay. Das sieht irgendwie Porno aus. Ach, was soll's. Oh, super. War vielleicht jetzt nicht die beste Idee, die ich jemals hatte, oder? Jetzt bin ich wieder genau hier, wo ich vorhin Begegnungen mit dem Ding gemacht habe. Na gut, okay. Aber wir wissen ja jetzt nicht bewegen und nicht die Krise kriegen und nicht schreien, ne? Lieber Rodox, dann kriegst du das schon hin. Steht er wieder da hinten? Was willst du denn, Mann? Weiß nicht, ob ich den immer finden muss. Was ist denn mit ihm? Okay, noch scheint unser Liebling noch nicht angekommen zu sein. Wie auch immer, wo sind wir denn jetzt? Oh, da ist... Oh, fuck, da ist eine Gittertür. Okay. Ich habe es verstanden. Oh, süß. Sowas hatte ich als Kind auch. Mir erschließt sich nicht so ganz. Wo ich hingehen soll. Ich will dem Vieh hier nicht begegnen. Nicht hier im Dunkeln, Mann. Schon creepy genug. Da oben ist irgendwas.
Okay, da muss ich wieder hin. Bin gar nicht da, Mann. Gelbe Rutsche war das vorhin, glaube ich, ne? Oder? Oh, nö. Was ist das denn für ein Raum? Och, komm schon. Okay, hätte schlimmer sein können. Dann gehe ich da vorne einfach rein. Yo, Bro. Lass es. Lass es einfach, verdammt nochmal. Okay, also grundsätzlich ist alles relativ gleich. Irgendwo. Nur es sieht unterschiedlich aus. Habt ihr schon mal eine bessere Ausführung gehört? Oh, ist doch great. Warte mal, ich rutsche jetzt hier runter. Komm, ich gehe einfach jetzt richtig nice rutschen. Oh, great. Found broken goggles. Ich finde das Wort goggles, by the way, sehr, sehr nice. Kann ich da auch einfach runterspringen? Nee, ich muss da runterrutschen. Oh Mann, Bruder, dir geht's auch nicht so sonderlich gut, ne? Deine Augen, die sprechen eine eigene Sprache. Oh, jetzt bin ich wieder hier, yo. Okay, also, ich brauche eine Taucherbrille und was noch? Don't open your eyes underwater. Wieso? Ich habe eine Taucherbrille jetzt. Warte mal, was brauche ich? Nochmal kurz zurück. Also eine Taucherbrille plus, ja, was weiß ich, was das heißen soll. Ich brauche wahrscheinlich Klebeband oder so. Oh, hängst du fest, Bro? Hängen sie fest? Gut für mich, wenn du festhängst. Vielleicht auch nur in einem anderen Raum. Ich darf nicht zu voreilig sein. Ich darf mich nicht zu früh freuen, dass sie irgendwo festhängt und festbackt und mich die ganze Zeit jetzt nicht nerven wird, ne? Na gut, laufen wir mal weiter. Also okay, ich war jetzt da und habe jetzt die Taucherbrille geholt. Kann ich die auch anziehen? Hä? Habe ich sie jetzt an? Kann ich da jetzt rein? Nö, kann ich nicht. Aber ich habe sie jetzt an, glaube ich. Ja, müsste. Dann keine Ahnung. Hallo? Sprichst du meine Sprache? Okay, also hören kannst du mich nicht. Du bist also dumm. Gut. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wo soll ich hin? Die betet da irgendwas runter. Das hört sich sehr ungesund an.
Blau, 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 blau. Blau war ich noch nicht. Blau gut. Blau immer gut. Blau sehr wild. Runter da. Found Keycard. Okay. Okay. I got it. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo dieses eine komische Ding war. Jo, ich krieg hier absolut die Krise. Was zum F... Okay. Ah, aber ich habe die Keycard. Ja, genau. So ein Ding ist das nämlich. Ich habe die Keycard. Und die Taucherbrille habe ich auch. Die habe ich wahrscheinlich auf oder so. Okay, gut. Dann können wir von hier nämlich weitermachen. Habe ich vergessen. Das heißt, man hat eigentlich immer einen kleinen Vorteil hier. Was ist das denn jetzt? Das ist jetzt komplett anders. Oh, ist das alles lost hier? Hilfe. Okay, jetzt ist hier die Gittertür. Na gut, egal. Wir brauchen bloß die Keycard in das Ding reinschieben da und dann können wir weiter. Die Frage ist nur, wo dieser Raum war. Hier ist schon mal nichts, das ist schon mal gut. Hier ist noch eine Battery wahrscheinlich. Nee, wieder nur so eine dumme Eieruhr, yo. Als würde ich jetzt hier auf einmal anfangen, Eier zu kochen, oder? Ganz wahrscheinlich, ne? Ganz wahrscheinlich fange ich hier an, Eier zu kochen. Ist das die blaue? Brauche ich nicht. I don't need it. Das ist wieder nur der Quatsch hier. Brauche ich auch nicht. Aber mach die Tür auf, bitte. Dann muss ich hier weiter. Maybe. Was haben wir hier? Okay, das ist wieder der Raum. Nur eine Battery. Ah, Mann, fuck, wo war denn das? Ich hab's mir irgendwie nicht gemerkt. Mist, verfluchter. Und was findet man in den dunkelsten Ecken richtig? Batterien. Habe ich schon das L-Wort gesagt? Mehrmals, ne? Habe ich schon mehrmals gesagt, glaube ich. Ah ja, okay. Warte, warte, warte. Was war hier? Okay, das ist neu, oder? Das ist neu. Okay, warte. Ich sammle hier erstmal kurz alles ein. Oh, Codex-Eintrag. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen, yo, was es hier noch alles gibt. Ich will es wirklich gar nicht wissen. Ich echt habe kein Interesse dran, es zu wissen. Ah, ich glaube, da ist nichts. Komm. Vergeuden wir nicht unsere Zeit, sondern gehen wir da hin und lassen die Pumpe arbeiten. Sag mal, eine Battery. Batterien kann man ja nie genug haben. Okay. Selbst die Türen hören sich an, als würden sie leben. Okay. Jo, wow. Ich gehe mit nach oben. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Wie ein Astronaut. Was ist das jetzt? Okay, das Gitter ist offen. Oh, shit. Eine fucking Mikrowelle? Was?
Oh, oh. Oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nach unten da. Was muss ich denn jetzt hier machen, Mann? Okay, also... Danger Level 17. Das ist, wenn ich den 8-Ball schüttel. Ah, okay. Super, das ist sehr beruhigend. Okay, aber was muss ich jetzt hier machen? Ich weiß jetzt nicht so ganz, was das Spiel von mir will. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder runter, ne? Da hinten flakert's. Das sieht ja nicht so gut aus. Was ist das für ein Game? Oh. Oh. Meine Augen brennen. Ich hab doch jetzt hier das Gitter. Ich bin so maximal verwirrt. Ich bin so maximal verwirrt. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich irgendwie zu doof dafür bin. Aber warum kommen da so viele Entities? Hätte eine nicht gereicht, eine Entity? Also ich frage nur mal so. Das nimmt irgendwie wieder die Spannung raus. Findet ihr nicht? Also ich finde schon. Okay, gut. Also pass auf. Ich habe die Keycard. So, die muss ich nicht mehr finden. Aber ich glaube, ich muss die... die Tauchermaske finden. Ich glaube. Oh ja, super ekelhaft hier. Okay, ich hab 11 Batterien. Das Spiel gibt mir keine Batterien mehr. Das Spiel zeigt mir einen riesigen Mittelfinger. Okay, pass auf. Ich muss wieder hier rein. Okay, was ist das wieder jetzt? Den kennen wir eigentlich schon. Wir kennen ihn, den allerechten. Oh, da hängt noch mal was. Great. Es hat mich verdammt noch mal gesehen. Es hat irgend so ein tickendes Geräusch zu mir gemacht. Und ich weiß, es war dumm, durch diesen dunklen Tunnel zu gehen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Es folgt mir jetzt seit einem Tag. Ich weiß nicht wie, aber es sieht so aus, als würde es die Lichter in der Nähe von mir ausmachen. Und wenn ich Glück genug habe, um mich aus der Halle auszusperren oder dem Areal, dann geht's durch die scheiß Lüftungsschächte. Okay, wenn ich jemals hier rauskomme, werde ich die Schule bis auf die Grundfeste niederbrennen. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an. Statt dass er mir mal hilft, dieser kleine Ass. Ist in Ordnung, ne? Okay. Also, wir machen das nochmal. Gehen nochmal hoch. Aber was muss ich denn in dieser blöden Mikrowelle machen? Okay, so, jetzt habe ich das aufgemacht. Jetzt kommt da aber auch irgendwas raus, ne? War vielleicht auch eine schlechte Idee. Ja, hier muss ich irgendwas machen. Ja, ja.
dieses dumme Mistvieh, Mann. Fuck my life, wirklich. Fuck my life. Natürlich geht er genau dahin, wo ich auch hin muss. Selbstverständlich. Was? Okay. Drückt Stopp, Leute, lest das gerne. Ich bin jetzt hier auf dem Überlebensmodus. Alright, toll. Ich habe eine Keycard, die ich schon habe. Super. Das ist richtig klasse, ist das. Danke dafür. Oh, da ist eine Tür. Oh, great. Was ist da? Wo geht's da hin? Die war vorher noch nicht da. Oh! Yeah! Toll, da ist gar nichts. Das Spiel wollte mich wohl an der Nase rumführen. Was ein Scheiß. Oh, cool. Grün ist auch nice. Okay, gut. Found broken goggle. So, was mache ich? Dann muss ich die in die Mikrowelle tun, aber das wäre ja richtig dumm, oder? Also, ich meine ja nur. Okay, das war jetzt easy. Wäre cool, wenn das jetzt so weitergeht. Was ist mit deinen Haaren los, Fräulein? Yo, ich hab die Taucherbrille immer noch. Ich hasse dieses Spiel, ne? Oh Gott. Okay, gut. Ja, dann. Probieren wir es nochmal, ne? Okay, da ist das Ding wieder. So, ich habe jetzt auch die Taucherbrille. So, schauen wir mal. Also ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich mache die jetzt mal in die Mikrowelle rein. Schauen wir mal. Okay, das geht. Warte. Was war das? Oh, Mann. Auge und Mond war das. Auf dem einen Zettel da. Oder war es Mond und Auge? Waterproof Camcorder Case. Okay. Oh ja, jetzt sind sie alle da, ne? Natürlich. Der Weg zurück war nicht so schwer. Das war hier. Jetzt nach rechts. Und da werden die wahrscheinlich jetzt alle rumstehen. Die Ottos. Aber... So typisch, ja. Bekämpft euch doch mal selber, hä? Wie wär's?
Okay, ich bin einmal weg. Tschüss. Leave me the fuck alone. Okay. Okay, und... Waterproof Camcorder Case. Habe ich jetzt. Okay, nee, aber damit... Hä? Jetzt ist er wieder weg! Was? Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Yo, warum ist jetzt wieder diese Camcorder-Hülle weg? Was ist das denn? Warum ist das so buggy? Oh, ich verstehe das nicht irgendwie. Hier durchgehe, sterbe ich wieder, ne? Ja. Alright, Leute. Also ich habe keine Ahnung, was ich machen muss tatsächlich. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Und ich verliere ja ständig diese dumme Camcorder-Hülle. Die war auf einmal nicht mehr da. Also ich verstehe das irgendwie nicht, Leute. Keine Ahnung. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare rein, ob ich irgendwie was falsch gemacht habe oder so. Aber ich beende das jetzt hier an der Stelle, Leute. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Aber auf jeden Fall dieses Momo-Schlangenvieh, das kommt wirklich aus der puren Hölle. Des Geistes des Entwicklers. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn ich es nicht durchgespielt oder fertig gespielt habe, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Haut rein. Und ciao.